Willkommen zurück zu Gothic, der definitiven Edition. Das hier ist der Schläfertempel. Und im letzten Teil habe ich mal eine Aufgabe der Diebesgilde gemacht. Das ist hier in der Version erweitert worden. Ja. Jetzt geht's so langsam ans Eingemachte. Der Schläfertempel. So, jetzt kann ich das eine Buch noch lesen. Wie du Kunst. Brauche ich ein bisschen Licht. Gucken. Den Feuerpfeil brauche ich nicht mehr. Ja, hier ist das Gebilde. Hier sind jede Menge Bluterzadern. Sieht aber nicht so aus, als könnte man dagegen hacken. Nee. Jetzt frage ich mich so langsam, ob das überhaupt ja, sinnvoll war, das ganze Schürfen so hoch zu leveln. Weil das Erz, das habe ich ja jetzt so keine Verwendung mehr für, was auch immer das hier jetzt hier ist. Gucken. Ja, fast 14.000 Erz, also. Wenn die schwarze Rüstung, diese Dämonenbeschwörerrüstung jetzt nicht urplötzlich 15.000 kostet, dann brauche ich das so nicht mehr. Komplett. Mensch, der hat aber Bock. Das ist auch schon mal so ein komischer Beschwörer. Dann kann ich ja hier wieder meinen Tanz machen. Ich werde hier von ein paar ja, Runden drehen, damit der die Skelette beschwört. Ich will nämlich die Erfahrungspunkte haben. In den vergangenen Videos habe ich ja schon gezeigt, wie ich das hier mache mit dem Feuerregen. Ich glaube, das hieß das Untotenfeuerwerk und das Goblinfeuerwerk. Letzteres war mit dem Feuersturm, glaube ich.
Hat jetzt nicht so geklappt. Gucken. Ist das? Auch nicht. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich zweimal das Mana verbraucht. Na egal. Jetzt sind sie weg. Auch nicht. Die noch nachgekommen sind. In dem Kreis. Ja, es klappt anscheinend nicht immer mit dem tollen Regen. Die Äxte brauche ich auch nicht mehr aufzusammeln. Na egal, lass mal so. Och, hat nicht gereicht. Jetzt aber. Unsere Äxte. Das brauche ich nicht mehr aufzusammeln. Das hier nehme ich mit. Hier noch was. Sense der Geschicklichkeit. Das ist so ein Trank. Gut. Oh, das jetzt. Muss etwa hier ein Gegner sein, oder wie?
Was waren das denn für Gegner? Bluterz nehme ich mal mit. Essenz der Heilung. Ja, was sind das eigentlich hier für Skelette? Da müssten ja irgendwann mal ein paar Menschen hier reingekommen sein. Entweder eigenständig oder weil sie Gefangene waren. Ich glaube kaum, dass sie da als Tote hingelegt wurden. Passiert hier was? Ah, die Tore von eben. Okay. Machen wir erstmal Licht an. Hier noch was? Nee. Er hat immer noch Krallen. Okay. Und hier hängen die Menschenskelette. Das heißt, irgendwer hat die ja dann mal aufgehangen zum Foltern. Auch kein schöner Tod, so kopfüber vergammeln zu lassen. Ein Einheimischer. Was denn? Ihhh. Hat er irgendwas Interessantes? Nee. Ja, Faustkampf, natürlich. Ja,
Nun. Telekinese. Extrakt der Heilung. Das ganze Gebilde haben die Orks gebaut. Fragt man sich auch, wie das organisatorisch stattfand. Ja, da geht die Tür zu. Mensch, ihr seid aber nervig. Streitkolben, auch schon lange nicht mehr gesehen. Das Bluterz, weiß ich jetzt nicht, ob ich das nochmal brauche. Auf jeden Fall sehr schade, dass das hier mit dem, ja, Schürfen lernen so im Sand verlaufen ist. Gut. Gucken wir mal. Ein niederer Dämon mit Betonung auf nieder. Machen wir doch ein paar Skelette. Noch einer. Ein
Ungläubiger im Hoch des Meisters. Verdammnis über dich! Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Was? Was war das denn? Okay. Stehen schon. Was ist das denn? Der andere Dämon war richtig nieder und der hier haut mich weg oder was? Was war das denn für ein Dämon? Da ist das gleiche nochmal. Nehmen wir mal 3 Stück. Viel hilft viel. Oh, jetzt renne ich einfach mal weg. Ah, hier ist noch eine. Ein Ungläubiger im Hoch des Meisters. Verdammnis über dich! Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Ah, zum Glück habe ich meine Schergen. Lichtbringer. Dies war das Schwert des untoten Orkpriesters Varak Kazorg. Die Waffe ist im Laufe der Jahre unbrauchbar geworden. Vielleicht ist das Schwert noch auf andere Art und Weise nützlich. Okay. Können wir hier noch einen Dämon aktivieren? Okay, das war's dann wohl. Vielleicht kommt hier tatsächlich noch ein Dämon. 3 Säulen, 3 Dämonen. Nee.
Gut. Es gab 8000, habe ich das richtig gesehen? Ist kein anderer Ausgang aufgetaucht. Nee. Na gut. Stehen wieder welche, die erstmal duschen müssen im Feuerregen. Hier ist noch eine. Ein paar nehme ich von denen auch mit. Wie gesagt, ich will ein bisschen früher die 30 Lernpunkte haben, damit ich direkt, wenn Kapitel 6 startet, mir den sechsten Kreis der Magie holen kann. Oh, noch ein bisschen. So, kommt einer noch. Oh, ich glaube, der Skelettmagier hat nichts abbekommen. Na doch, der ist tot. Auch nix.
Auch nur verwirrte Äxte. Ich denke mal, hier kommt man jetzt da raus. Genau, hier aus dem Kreis. Geht da einer? Das trifft. Interessant. Eine dunkle Ecke. So, auch wieder speichern. Was ist das jetzt? Aha, mal gucken, was passiert. Da sieht man schon Lava. Ist das da auf? Und hier. Die Einheimischen. Ach man, Classic ist nicht ein Spiel, was sowas wunderbar gelöst hat. Na komm.
Ja, jetzt liegt das Blut erst einfach da neben. Aber man kann trotzdem nicht schürfen. Spitzhacke habe ich noch. Nein, habe ich nicht. Hä? Oh nein. Oh, Scheiße. Aber dann könnte man die Erzader auch anwählen. Und er würde einfach mit den Schultern zucken. Warum habe ich die Spitzhacke verkauft? Scheiße. Sterblicher, deine Reise endet hier bei mir. Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Ja, klar. Im Ernst, der haut hier Untote vernichten oder sowas raus. Brauche ich hier wieder meine Leibwächter? Erstmal schicke ich dich auf eine neue Reise, verfaultes Madenparadies. Ja, klar. Ja, viel Spaß mit meinen Leuten. Jetzt. Ist jetzt hier ein Fehler oder geht die Tür irgendwie wieder auf? Aha. Dornstahl, Bluterz. Das sieht mir nicht gesund aus.
Ich wollte gerade sagen, drückt mal einer den Schalter. Oh nein. Was kann man noch hier machen? Okay. Okay, die haben aber richtig Bock. Hey, ach, Geschicklichkeit. Schutz vor Feuer. Bornstahl. Ah, so kommt man wieder raus. Ja, kommt zu mir gelaufen, um zusammenzuklappen. Die Sachen jetzt schon trinken. Ich würde mir den Mana-Trank gerne aufheben, wenn ich nicht mehr allzu viel Mana habe. Ich habe jetzt 37. Das reicht eigentlich. Dann habe ich die wieder voll. Bogenschützen, die auf irgendwie so ein blumenähnliches Ding zielen. Okay. Okay. So zum Beispiel jetzt war noch ein guter Zeitpunkt.
Tropfen. Und ist doch getroffen. Ich glaube, hier kommt man zurück, oder? Eine verwirrte Axt. Oh nein. Das ist wieder so ein Schimmler. Was ist jetzt? Sterblicher, du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Okay, so nicht. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Oh. Meine untoten Diener. Ihr habt euresgleichen hier. Wow. Ist das nervig. Sterblicher, du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Du wagst es, meine Ruhe zu stören? Bereite dich auf das Ende vor. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Fragt sich nur, wessen Ende, du wurmzerfressener Fleischklops. Oh, gucken wir mal. Er kriegt jetzt auch die untoten Diener hier.
Warum gehen die nicht dahin? Oh nein. Was ist das für ein Blödsinn? Und nun hat er ihn bald. Ach, fantastisch. Oh, was war denn nervig. Oh. Jetzt speichern, bevor sich diese Untoten anders überlegen. Essenz der Stärke. Das ist auch noch eine. Ach man, da liegt doch noch was. Na gut. Da liegt doch noch unter. Elixier der Magie. Na gut, nur weil es ein Elixier ist. Oh. Nein, es gibt ja keinen Maximalmana. Aha, ich habe Telekinese verschwendet. Sechsunddreißig Lernpunkte. Hier gucken. Das war der Raum.
Muss ich hier noch Pfeil und Bogen ausrüsten oder wie? Ach komm, Leute. Das ist doch nicht schwer. Gut, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal.